das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr verehrter Herr Minister, die verkehrspolitischen Themen, Sie haben es als Probleme angesprochen, liegen bei unserer Bundesregierung, bei unserem Bundesminister in der besten Hand und in den besten Händen. Ich darf nur den Finanzhochlauf ansprechen von 10,4 auf 14,4 Milliarden. Also beste Arbeit bei uns hier im Verkehrsministerium. Und wenn in den Ländern Defizite sind, dann kann man den nicht dem Bundesminister oder der Bundesregierung anlasten. Sehr verehrte Damen und Herren, der Schienenpersonennahverkehr hat sich seit der Bahnreform in Deutschland eigentlich positiv entwickelt. Da sind wir uns im Grunde alle einig. Einig sind wir uns nicht, und das zeigt der wiederholte Antrag der Linken auf Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Der erste Antrag der Linken wurde bereits kürzlich abgelehnt, und nur weil ein Antrag zweimal gestellt wird, wird er dadurch auch nicht besser. Und wir bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei unserer Ablehnung. Sehr verehrte Damen und Herren, ein gut ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr ist eine der Grundlagen für eine hohe Lebensqualität in den Städten und auch im ländlichen Raum. Der deutsche Nahverkehr ist so gut ausgebaut wie in keinem anderen Land. Jeden Tag nutzen 30 Millionen Menschen den ÖPNV, und die Fahrgastzahlen sind in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Deswegen gilt es natürlich auch in Zukunft, die gute Qualität des ÖPNV und des Schienenpersonennahverkehrs zu halten und möglicherweise und wahrscheinlich sogar zu steigern. Die Regionalisierungsmittel spielen hier eine zentrale Rolle, die auch vom Bund unterstützt wird. Deshalb hat sich der Bund mit den Ländern, es wurde ja schon angesprochen, am 24. September des letzten Jahres auf eine Erhöhung und auf eine Dynamisierung der Mittel verständigt. Dass Sie als Linke jetzt so tun, als würde der Bund den Nahverkehr links liegen lassen, das, meine Damen und Herren, ist schlichtweg falsch. Der Beschluss vom vergangenen Jahr zeigt doch ganz klar, die Mittel des Bundes werden erhöht und der Nahverkehr wird gestärkt. Die Regionalisierungsmittel wurden 2016 von 7,4 auf 8 Milliarden Euro erhöht. Das ist ein Plus von 600 Millionen Euro. Zudem sollen die Mittel in den nächsten Jahren bis einschließlich 2031 jedes Jahr um 1,8% steigen, und das sind im nächsten Jahr ein Plus von 144 Millionen Euro. Das ist eine deutliche Steigerung und zeigt die Wertschätzung für den Nahverkehr. Diesem Ausbau der Förderung haben alle zugestimmt, die Regierungschefinnen und die Regierungschefs der Länder, der Deutsche Bundestag und auch der Bundesrat. Und ich möchte besonders betonen, die Länder haben sowohl bei der Besprechung bei der Bundeskanzlerin im September 2015 als auch am 16. Oktober 2015 im Bundesrat dem Kompromiss als Empfehlung des Vermittlungsausschusses zugestimmt. Das beinhaltet sowohl die Erhöhung um 600 Millionen Euro auf 8 Milliarden als auch die Dynamisierung sowie die Verteilung nach dem Kieler Schlüssel. Es kann daher nicht sein, dass Sie jetzt daherkommen und sich hinstellen, den Kompromissvorschlag oder den Kompromiss kurz nach der Zustimmung wieder in Frage zu stellen und kippen zu wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Linke jetzt mehr Mittel fordert, wird sie der Sache nicht gerecht. Ich erwarte ganz klar, dass die Länder nun zügig zu einer einvernehmlichen Einigung kommen, auf deren Basis durch eine Rechtsverordnung dann die Mittel auch verteilt werden können. Der vorliegende Kompromiss ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Nahverkehrs. An einem weiteren Schritt arbeiten wir ja zurzeit. Morgen diskutieren wir im Plenum die erste Lesung des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich. Denn neben der Erhöhung der Regionalisierungsmittel müssen wir vor allem auch für mehr Wettbewerb und Effizienz im Eisenbahnsektor sorgen. Dazu gehört unter anderem der diskriminierungsfreie Zugang zur Eisenbahninfrastruktur für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Neugestaltung der Entregulierung für die Nutzung der Schienenwege. So können Infrastrukturkosten und Trassenentgelte gesenkt werden. Zusammen sorgen diese Regelungen dafür, dass unser Nahverkehr auch langfristig hervorragend ausgebaut und qualitativ hochwertig bleibt. Ihre Anträge, sehr verehrte Kolleginnen von den Linken, greifen dagegen viel zu kurz, und Ihre Forderungen tragen schlichtweg nicht allen Aspekten des Sachverhalts Rechnung. Deshalb schließen wir uns der Empfehlung des Verkehrsausschusses an und lehnen Ihren Antrag ab. Dankeschön.
Das Wort hat der Kollege Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion.